Hey Jagdfreunde, heute gehen wir mal ganz entspannt jagen. Die letzten Folgen hatten es ziemlich in sich. Wir sind auf New England unterwegs. Ich habe die Karte lange Zeit links liegen lassen und im letzten Stream haben viele von euch gemeint, dass sie doch richtig, richtig gut sein soll. Wir schauen heute mal einfach, was die mit sich bringt. Vielleicht gibt es ja ein paar schöne Überraschungen. Auf unserer heutigen Reise durch New England schauen wir uns den Südwesten genauer an. Wir wandern zunächst am Fluss entlang, wollen aber auch abseits des Flusses mal schauen, wie gut man hier jagen kann. Im Landesinneren besuchen wir ein paar der Seen und machen Jagd auf Weißwedel, Elch und Co. Dabei sind wir heute komplett mit den modernen Waffen ausgestattet. Und ich bin gespannt, wie sich die 308 gegen Elche schlägt. Für alle Fälle haben wir noch die 10mm Davani und die Nordin mit dabei und sind so gut für New England ausgestattet. Die ersten Elche sind aufgetaucht. Wir können gleich mal schauen, wie sich die 308 gegen den Elch schlägt. Sie sind relativ nah. Direkt ein schöner Dreier, muss sich nur drehen. Ja, jetzt hat er sich kurz gedreht. Jawohl, war ein Herztreffer. Auf die Entfernung kein Problem, aber es waren jetzt auch vielleicht 50, 60 Meter. Hat man keinen großen Unterschied gemerkt zur 300er mit dem Herzschuss. 188, 53 Meter. Wirklich schön ist er nicht. Da sind die nächsten, stehen direkt hintereinander, sogar ein Vierer mit dabei. Die Sasa ist ja dafür bekannt, dass er extrem schnell schießt, extrem genau ist oder wenig verzieht. Keine Ahnung, ob die beiden klappen. Ich denke, der müsste gepasst haben. Geht jetzt runter, ich bin gespannt, wo der erste hinging. Aber da merkt man wirklich einen krassen Unterschied zur 300er. Die Sasa verzieht viel weniger, hat einen viel geringeren Rückstoß. Man ist viel schneller im Ziel drinnen, aber ist halt nicht ganz so stark. Da liegt die Nummer 1, also auch auf 147 Meter, knapp 150. Kein Problem mit der 308 ins Herz reinzukommen. Relativ kleiner Vierer, aber ist okay. Und hier liegt der zweite. Ah, der erste ging sogar in die Lunge, zweite ging auch in die Lunge. Also alles wunderbar und das war jetzt wirklich deutlich einfacher. Vielleicht muss ich die 308 mal wieder öfter mitnehmen. Ich habe anschließend den Fluss verlassen und bin Richtung Lodge gelaufen. Und da habe ich jede Menge Fasanspuren gefunden. Ich dachte mir, das ist eine gute Möglichkeit, um sich mal wieder ein bisschen auf die Lauer zu legen. Habe die Lodge eingenommen, die Zeit angepasst und bin zurück zum Feld. Ich habe mir meine Stelle schön gemütlich gemacht, mich hingelegt und gewartet. Also ich lag jetzt hier so realtime eine halbe Stunde, würde ich sagen. Da hinten taucht der erste Fasan auf. Ist jetzt nur ein Weibchen. Wir warten mal noch einen Moment. Ich hoffe, da kommt noch ein Männchen mit. Aber es sieht so aus, ob sie langsam kommen. Neben dem normalen Jagen finde ich es immer wieder cool, wie viele Tiere auftauchen, wenn man gezielt Spots belauert. Heute hatte das kleine Waschbärweibchen aber wahrscheinlich einfach nur Bock auf Kürbis. Deswegen habe ich ihn mal ziehen lassen. Es ist jetzt nochmal ein bisschen Zeit vergangen. Wir haben ingame 20 vor 6. Und es ist nochmal jemand zum Fressen gekommen. Also der Spot ist wirklich schön, aber was noch schöner ist, hier drüben ist ein männlicher Fasan. Ich schleiche mich ran, ich hoffe, wir bekommen ihn. Da vorne habe ich ihn das letzte Mal gesehen. Die Frage ist immer bei den Fasanen, wann steht man auf und wann versucht man es? Müsste von der Entfernung eigentlich gut passen, wenn er noch einen Ticken auf dem Boden bleibt. Oh, da sind mehrere sogar noch drinnen. Noch ist er nicht gefallen, aber ich glaube, der kommt nochmal hier zurück. Sollte auf jeden Fall runtergehen. Jagddruck ist auch schon da. Ich glaube, es waren sogar zwei Männchen. Hier liegt Nummer 1 mit einem Treffer. Jawohl. 14,12 Level 2. Der andere ist scheinbar nicht gefallen, aber der war auch nicht wirklich groß. Es ist jetzt 17:45, also der frühe Abend kommt langsam und zu der Zeit trinken auch die Rotfüchse. Das heißt, wir werden noch ein Stückchen hier weiter am Fluss ziehen. Ich hoffe, dass die hier zum Trinken hinkommen und vielleicht ist da ein oder andere Schöne dabei. Ich bin jetzt hier ein bisschen vom Fluss abseits gelaufen und zu diesem See, Big Dipper Lake, und der ist scheinbar extrem gut für Füchse. 1, 2, 3, da steht noch einer, nochmal ein Weibchen. Ein Elch ist noch mit dabei, das sind Enten. Also ein richtig schöner Spot hier am Abend. Wir haben 18.45 Uhr. Wahnsinn, da ist richtig was los. Oh. Bin fast ein bisschen erschrocken, als da auf einmal dieser Riese aufgetaucht ist. Geht hoch bis 302. Ich wollte eigentlich den Fuchs jagen, aber ich kann fast nicht anders, als den jetzt mitzunehmen. Also wenn ich ihn jetzt hier nochmal so anschaue, dann wird der richtig weit unten scoren von seinem Estimate. Das ist definitiv kein Deer. Das wird ein schöner Gold sein. Deswegen glaube ich, dass wir jetzt einfach beim Fuchs bleiben. Deswegen sind wir hergekommen. Ich call ihn mal ran, denn wir haben nur die Davani für den Fuchs dabei. Das sollte doch ein bisschen näher kommen. ...1249. Alter, jetzt wird es aber heftig. Wo geht der Deer los?
1230. Tja, den müssen wir fast nehmen. Was ist denn mit ihm? Dachte gerade kurz, der stirbt von selbst. Also nochmal Planänderung, wenn hier eine Shellente mit Tierpotenzial ist, da kann man nichts anderes machen. Delikt. Wir können mal hoffen, vielleicht kommen die bei uns vorbei. Ich kann es mir fast nicht vorstellen. Manchmal hat man ja das Glück, aber die gehen alle in die andere Richtung. Trotzdem, ich bin extrem gespannt, wie die Ente scored. So eine große habe ich noch nie gesehen. Kleines bisschen Potenzial ist da, das wäre natürlich der Hammer. Hier liegt sie. Gold, 1173. Also definitiv die größte, die ich bis jetzt erlegt habe. Schöne Shellente, schöner Spot hier auch am Abend. Aber jetzt heißt es erstmal schlafen gehen. Ich musste anschließend unterbrechen, habe aber noch die nächste Lodge eingenommen. Am nächsten Tag ging es dann früh morgens mit unserer Erkundungstour weiter. Neuer Tag, neues Glück. Ich bin auf dem Weg wieder am Fluss entlang und habe da hinten die erste Herde Weißwedel gefunden. Die habe ich hier auch noch fast gar nicht gejagt. Ich werde mal callen, da stehen ein Haufen Stück zwischen den Bäumen. Und wir schauen mal, was da gleich rauskommt. Ich habe sie gecallt. Wind ist leider richtig, richtig schlecht. der war noch nicht riesig. Da kommt noch einer. 194. 205. Ich würde sagen, für einen Geldbeutel. Wir versuchen wieder zwei. Ja, ist auch sofort down. Der hat gepasst. Da war ein kurzes Fenster, wo er sichtbar war. Müssten eigentlich drei sein, jawohl. Ist ordentlich pink. Nehmen wir mit. Da ist der erste. 170. Nummer 2. 193. Und Nummer 3 hätte ich fast übersehen. Ruderhund 174. Plan war eigentlich, hier die Runde zu machen. Einmal bis da hinten durch am Fluss entlang. Nachdem der Wind aber so schlecht ist, werden wir wieder einen kleinen Abstecher machen. Wir schauen uns mal den See an. Ich glaube, hier ist sogar auch eine Lodge. Vielleicht finden wir da auch noch was Schönes. Wir sind am See angekommen. Die erste Gruppe von Weißwedeln habe ich gerade schon entdeckt. Da kommt sogar noch mehr. Wir warten mal einen kurzen Moment. Vielleicht kommt noch was Größeres runter. Nee, das war der letzte. Aber da sind bestimmt noch ein paar mehr. Hier haben wir schon was. Männchen 213. Einer Männchen. Oh, und gechecktes Weibchen. Wenn ich es richtig sehe. Ich habe es gerade gar nicht erkannt. Ich weiß nicht, ob das bei euch auch so ist. Aber bei mir kommen die gescheckten irgendwie zu 80% gefühlt bei den Weibchen vor. Sonst habe ich nichts erkannt. Deswegen nehmen wir mal den gescheckten hier mit. Trotzdem schön. Sollte eigentlich ziemlich schnell fallen, jawohl. Hier liegt unser geschecktes Weibchen. Ist ziemlich weiß unten, so einmal komplett. Sehen schon auch immer schön aus. Also, Jagdausflug hat sich gelohnt, aber vielleicht geht ja noch mehr. Ich bin gleich direkt zum nächsten See, zu dem Hakensee, nenne ich ihn jetzt einfach mal, weitergelaufen. Und hier ist wirklich ein Paradies für Elche bei mir auf der Karte. Ein Dreier, noch ein Dreier, noch ein Dreier. Also ich muss sagen, die ganzen Trinkstellen für die Elche, die sind schon echt richtig, richtig gut. Ich denke, zwei sollte man wieder bekommen. Nope. Alter, was war das denn? Den einen habe ich auf jeden Fall erwischt, aber der andere ist einfach hin und her geglitscht. Ich hatte keine Chance, den irgendwo auch nur anzukratzen. Oh Gott, das war jetzt relativ grauenhaft vom Schießen her. Aber einer ist zumindest gefallen. Ich hoffe, dass die das mit dem Glitschen demnächst rauspatchen. Das ist schon ein bisschen nervig manchmal. Hier haben wir ihn, der ist nicht so weit gekommen, der einzige, den ich da getroffen habe. Single Lunge, 203, Luft nach oben. Ich musste anschließend leider nochmal unterbrechen, habe mir aber in der Zwischenzeit überlegt, dass ich weiter den zentralen Teil von New England erkunden möchte. Außer einem kleinen Fuchsweibchen ist mir aber nichts über den Weg gelaufen und mir ist mal wieder aufgefallen, dass New England schon ziemlich anspruchsvoll ist. Ich habe den nächsten Aussichtspunkt eingenommen und wollte dann noch am See vorbeischauen und anschließend zu den Feldern zurückkehren. Ich habe jetzt hier eine Weile gewartet, aber außer ein paar Enten ist leider nichts gekommen. Fürs Geld kann es trotzdem nicht schaden. Wir schauen mal, wie viel wir bekommen. Nondin raus. Ich glaube, ich habe zwei erwischt. Wir müssen mal schauen. Die sind wirklich so flink seit dem Vogel-Update. Eine liegt hier auf jeden Fall schon mal in weiblich. Und nochmal eine weibliche. Naja, nochmal eine muss hier irgendwo sein. Männliche haben wir auch noch. Auch Level 1. Drei Stück. Bisschen Geld ist reingekommen. Das ist jetzt wieder genau so eine Situation. Ich habe hier einen Fasanenruf, aber in dem dichten Wald, ey, keine Chance. Vielleicht fliegt er hier rüber über die Lichtung. Dann könnten wir ihn holen. Aber es ist schon wirklich heftig. Nee, wir holen den Waschbär. Ich wollte die 223 eh noch ein bisschen ausprobieren.
Geht runter, dauert ein bisschen. Mal schauen, wo ich den getroffen habe. Anschuss sieht gut aus und so weit ist er auch nicht gekommen. Ja, Single Lunge, 10,72, Goldwaschbär. Wo geht der Tier los? Bei 12. Sehen schon auch echt gut aus, wenn man die mal so nah sieht. Also es gibt schon immer wieder mal so Lichtungen, aber man muss meiner Meinung nach gefühlt wesentlich mehr aufpassen als in anderen Karten. Viel vorsichtiger sein. Hier hinten habe ich gerade irgendwo einen Fuchs schreien hören. Da ist noch ein Kaninchen, wie es aussieht. Nur Level 1. Ich werde jetzt einfach mal callen, vielleicht kommt der Fuchs raus. Da läuft was. Konnte ihn noch nicht spotten. Entweder ist wieder zurück, ohne dass ich es gemerkt habe. Oder das sind mehrere Füchse. Der kommt auf jeden Fall langsam her. Vierer weiblich. Und da ist der andere Vierer männlich. Den nehmen wir auf jeden Fall mal mit. Steht auch gerade relativ offen. Geht runter. Ich hoffe, den habe ich jetzt richtig erwischt. Da ist unser Fuchs. Diesmal hat es gepasst. 6,61 Single Lunge in Orange. Ich bin bei den Feldern angekommen. Bin ja schon leicht rumgezogen. Da vorne war, glaube ich, gerade irgendwo... Ja, genau. Und Fasan ist nun einer Fasan, aber trotzdem, für den Respawn kann man auf jeden Fall mitnehmen. Elch haben wir auch noch, zwei Dreier. Tja, ich glaube, wir nehmen lieber die. Irgendwann und irgendwie muss ja mal der Great One kommen. Stehen beide sehr schön. Ist gerade noch ein bisschen runtergegangen. Der war schon gar nicht so schlecht für einen Dreier. Hat ordentliche Schaufeln, 185,9. Und die Mädels besuchen mich von ihm. Oh, ein schöner Vierer hier auch noch. Das sollte die Sasa ja auf jeden Fall gut dafür sein. Der musste jetzt dran glauben. Und hier ist noch der zweite Dreier, der hat ein bisschen länger gebraucht, aber der Schuss hat auch gepasst. Single Lunge, 180. Mich hat jetzt doch nochmal Richtung Fluss verschlagen, denn ich dachte mir, wir können hier eigentlich die Runde noch zu Ende machen. Dann sind wir quasi mehr oder weniger einmal komplett außen rum. Und so anspruchsvoll New England im Wald oder so mittendrin ist, so schön oder einfach würde ich jetzt mal sagen, ist es hier am Flussabschnitt. Wirklich extrem gute Übersicht. Da ist die nächste Gruppe von Elchen. Kann man gut vorstellen, wenn man hier mal so ein bisschen die Spots rausgefunden hat, ist das auch eine richtig gute Karte, um auf den Elch zu grinden. Der hat jetzt mal ein bisschen mehr Zeit gegeben. Mal schauen, ob er noch runtergeht. Der dürfte wieder Herz gewesen sein. Jawohl, der hat gepasst. 155. Der andere müsste auch gefallen sein. Schauen wir uns an. Da ist der zweite. Hat für die Single-Lunge gereicht. 159. Und die nächste Gruppe, hier haben wir einen Dreier und da hinten ist nochmal ein Dreier. Da werden jetzt nicht beide gehen. Hat doch gepasst und wenn wir Glück haben, männlicher Ruf, komm schon. Ich tue mir allein schwer, sie zu sehen, wenn sie abheben. Hier ist er. Ich spotte ihn jetzt mal nicht. Das wäre jetzt wirklich richtig, richtig stark. Mal schauen, was es ist. Er war nicht melanistisch, das haben wir schon mal gesehen. Wenn das jetzt der Deer ist, ey. Silber. Level 2 war es, 14,47. Trotzdem nochmal hier einen schönen Fasan in Grau erwischt. Und die Elche nehmen wir auch noch mit. Der erste, wieder mal ganz schön. Ziemlich symmetrisch, aber auch nur Silber. Und der zweite ist wieder sofort gefallen, 170. Wachteln haben jetzt hier gerade auch geschrien, aber ich weiß nicht, wie gut man hier Wachteln jagen kann. Elche sind auch immer noch dabei, da sind sie. Ich versuch's einfach mal, wobei... Und einige, ist nichts Großes dabei. Ja, die habe ich getroffen. Aber wirklich, diese Karte für so kleine Vögel, Wachteln sind gefühlt noch flinker, noch schneller als Fasane. Das ist schon echt eine ordentliche Herausforderung. Ich glaube, Wachteln habe ich sogar seit der Folge, wo ich die 100 erlegt habe, nicht mehr gejagt. Zweier in Grau, Silber, das war auch einer der persönlichen Endgegner hier in dem Spiel. Wir sind jetzt einmal komplett außen rum. Dia war heute nicht dabei, aber es kann auch nicht jedes Mal so richtig knallen. Ich hoffe, es hat euch trotzdem Spaß gemacht. Ich werde die Lodge noch einnehmen. Sag wie immer vielen Dank fürs Zuschauen.
den nehmen wir noch mit. Der war ordentlich. Bis zum nächsten Mal. Haut rein.